Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Da der Spanien Grand Prix möglicherweise 2020 doch stattfinden könnte, wird es statt 21 Rennen 22 Rennen geben. Die Teamchefs haben, was die Erhöhung der Grand Prix angeht, im Grunde zugestimmt. Eigentlich sollten zwei Rennen ihren Stammplatz verlieren, aber es scheint so, als ob nur Deutschland seinen Platz im Rennkalender verliert. Sebastian Vettel hat sich zum Beispiel für den Deutschland Grand Prix stark gemacht und auch Cyril Abiteboul hat letztes Jahr gesagt, dass man auf 15 Grand Prix heruntergehen sollte. Lando Norris hatte am Sonntag bei seinem Boxenstopp zwei Plätze verloren, weil der hintere linke Schlagschrauber defekt war. Das kostete ihm wertvolle Sekunden. Am Ende sprang Platz 9 für den jungen Briten heraus, 5 Sekunden hinter Valtteri Bottas. Bleiben wir beim Thema Formel 1 Grand Prix. Laut Racefans ist Saudi-Arabien das neueste Land, welches im Formel 1 Kalender aufgenommen werden könnte. Die Frage, die man sich stellt, ist, wo soll man dort ein Grand Prix veranstalten, wenn es dort noch keine Formel 1 Strecke gibt? Die Formel E war letzte Saison dort auf dem 2,495 Kilometer langen Ad-Diriyah-Kurs zu Gast. Der allerdings müsste laut der FIA eine Mindestlänge von 3,5 Kilometer haben und dabei lassen wir den Monaco Grand Prix mal außen vor, der eine Ausnahme mit seinen 3,3 Kilometern darstellt. Ein möglicher Ort für ein Formel-1-Rennen wäre das Multimilliarden-Pfund-Unterhaltungs-Giga-Project namens Qiddiya. Dieses wurde bereits vor 2 Jahren von Kronprinz Mohammed bin Salman angekündigt, soll eine Fläche von unfassbar kranken 334 Quadratkilometer besitzen und liegt 40 Kilometer von der Hauptstadt Riyadh entfernt. Nur mal so zum Vergleich, Walt Disney World Resort in Orlando, Florida ist nicht einmal halb so groß mit seinen 150 Quadratkilometern. Verwirrend ist nur Folgendes, während die Entwickler kein offizielles Interesse an einem Rennen bekunden, enthält das Werbematerial auf Social Media die Formel 1 Boliden von Mercedes, Ferrari und das Formel 1 Logo. Sollte es jemals zu einem Rennen kommen, dann nicht vor 2022, wenn die erste Bauphase abgeschlossen ist. Aufgrund von wenigen Rechten der Frauen in dem Land, wie zum Beispiel Autofahren oder ohne den Mann zu reisen, würden die Formel 1 Teams dem Land vorschreiben, dass die weiblichen Mitarbeiterinnen genau die gleichen Rechte haben wie die der Männer. Das berichtete die Times am Montag. Dass der Deutschland Grand Prix so gut wie aus dem Kalender raus ist, finde ich schade, denn nach dem Rennen vor 2 Wochen sollte man echt nochmal darüber nachdenken. Aber Mercedes-Benz wird als Hauptsponsor nicht nochmal einspringen. Von daher muss jetzt schnell ein Hauptsponsor gefunden werden, um jegliche Hoffnung noch aufrechtzuerhalten. Ein Grand Prix in Saudi-Arabien? Ich bin, was neue Rennstrecken angeht, für alles offen, solange man die Rennstrecken aus dem Kalender nimmt, die Action bieten und langweilig hoch 3x14 sind. Kommen wir zum Community-Kommentar. Neos hat folgenden lustigen Kommentar unter meinem Informationsvideo geschrieben. Bin ich der Einzige, der findet, dass er sich anhört wie Jacques Schulz? Sorry für die Rechtschreibung, was den Namen angeht. Man schreibt ihn so, aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe bereits Leute gesehen, die Formel 1 allen Ernstes mit 3F geschrieben haben. Jeder hat halt seine Schwächen. Frage an die Community. Höre ich mich wirklich so an wie Jacques Schulz? Stimmt dazu gerne oben rechts in der Infokarte ab. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.